Es besorgt und das alles macht mich besorgt. Aber eines ist noch viel stärker als diese Betroffenheit. Und das ist die andere Seite der Medaille. Das ist unsere Motivation und das ist unsere Kraft, alle diese Dinge wieder ins Lot zu bringen, die diese Regierung aus dem Lot gerissen hat und das ohne alle Not, nur weil sie auf einem unglaublichen Machttrip unterwegs sind. Wir ziehen das wieder gerade, liebe Freunde. Bedanken, die hierher gekommen sind, für den Mut, sich hierher zu stellen, für den Mut, sich auch anzulegen, anzuecken und für die Strapazen, die er auch in Kauf genommen hat, teilweise von weit her, um diese Reise nach Wien zu unternehmen. Aber ich glaube, dass das Gefühl der Gemeinschaft und des Zusammenhalts, das Gegenteil der Isolation, die man uns verordnen will, es wert ist und dass wir hier spüren, wie stark man in einer Gemeinschaft sein kann und dass es ein unbeugsamer Wille ist, den man nicht biegen kann. Diese Lektion werden Kurz und Co. noch von uns lernen, liebe Freunde. Das verspreche ich euch. Wir alle haben ein intaktes Immunsystem und ein intaktes Immunsystem, das macht den Menschen stark gegen jede Art von Virus, mitsamt all den Mutationen, die jetzt von irgendwelchen Leuten plötzlich neu entdeckt worden sind. Das war schon immer so, dass wir auf unser Immunsystem zählen können. Und jetzt sind wir das Immunsystem für unsere Demokratie und für unseren Rechtsstaat. Und dieses Immunsystem wird von Tag zu Tag stärker. Ich auf jeden Fall heute schon auf den Tag, wo wir den Sieg ausrufen werden, wo wir den Sieg verkünden werden, den Sieg im Zusammenhang mit unserem Kampf, den wir führen, um die Rückgewinnung unserer Freiheit und um die Rückgewinnung unseres ganz normalen Lebens, so wie wir es immer gehabt haben. Der Sieg wird uns gehören. Sogenannten Schutzmasken bei diesen FFP2-Bottendeckeln dieser Firma, die ja jetzt in den Medien unrühmliche Schlagzeilen gemacht hat, so, dass was ganz was anderes drinnen ist, als was außen drauf steht. Draußen steht drauf Made in Austria, drinnen ist ein chinesisches Klumpert. Aber das ist nicht nur bei diesen Masken so, sondern das ist auch bei der Regierungspolitik im Zusammenhang mit Corona so. Draufsteht Gesundheitspolitik und drinnen ist Machtrausch, drinnen ist Freundalwirtschaft, drinnen ist Entmündigung, drinnen ist Isolation und drinnen ist ein Gegeneinander aufbringen der Menschen in diesem Land und eine Spaltung der Gesellschaft. Und ich glaube, nicht nur ich bin der Meinung, dass damit Schluss gemacht werden muss. Wir dürfen dieses Spiel der Regierung nicht mitspielen. Ich kenne den Sebastian Kurz, ich kenne ihn und ich weiß, dass es hinter seiner unverletzlich anmutenden Fassade jetzt ordentlich brodelt, wenn er diese Bilder sieht. Ich hoffe, dass es nicht nur brodelt, sondern dass auch die Gehirnwindungen in Gang kommen. Denn wenn er das alles erlebt, dann hat er eigentlich nur mehr einen Auftrag und der lautet, eurem Befehl zu folgen und den Hut zu nehmen, liebe Freunde. Das ist der Auftrag, den er an diese Regierung hat. Wir, liebe Freunde, ja,
Wir setzen uns zur Wehr, jawohl. Und zwar nicht deshalb, weil wir so negativ sind, weil wir Menschen sind, wie man es uns oft vorwirft, die alles ablehnen aus Prinzip und gegen alles sind. Das ist ja dasjenige, was die behaupten, die sich über uns lustig machen, die uns als Aluhutträger bezeichnen und selber die Corona-Stahlhelm-Fraktion bilden. Und wenn das alles nichts mehr nutzt mit dem verächtlich machen, dann versuchen sie uns an den Rand der Gesellschaft zu stellen, zu stigmatisieren und zu kriminalisieren als Staatsgefährder und was weiß der Teufel noch alles. Aber ich sage euch eines, die wahren Gefährder der Demokratie und die wahren Gefährder der Freiheit, die sitzen nicht nur in Österreich, aber auch hier in den Ministerien dieses Landes. Das sind die Gefährder unserer Freiheit und unserer Sicherheit. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zu Tausenden den Protest auch auf die Straße hinaustragen. Wir haben jetzt auch noch eine Maschine, wo du die Kerzen kriegst. Das tut sich einmal. Ja, gut aus.